Die Klasse ist unterwegs im zweiten Wertungslauf mit einem Pullman Farin Mega, die Startnummer 145 von der Kartschmiede. Neben ihm mit der 126 Nikita Gense vom Beulekart Racing Team. In der zweiten Startreihe dann mit der 120 sehen wir dort Dominik Reuters vom Praga Official Racing Team und Valentin Kluss, die 111 von Nice Racing. Aus den Lee die 114 und Corben Hillebrands die 115 dann in der dritten Startreihe. Die vierte Startreihe, die wird gebildet aus der 122 Richard Thomas und Giuseppe Fico, die 146. Karim Baik, die 123, macht das Feld dann von der 9. Startposition aus komplett. Vorgerollt zum Start, der jetzt freigegeben ist. 9 Minuten, eine Runde läuft und Farin Mega, nicht der Karin Baik, der Farin Mega geht sofort in Führung. Dahinter hat sich Dominik Reuters jetzt auf Platz 2 festgesetzt vor Nikita Gense auf Platz 3. Ja, und sofort fällt das Feld auseinander mit größeren Abständen, ist da vorne schon Farin Mega unterwegs. Oh, 3 Sekunden, Penalty steht auf dem Board für die 115, das ist der Corben Hildebrands. Auch hier wieder Frühstart, zu früh aus dem Korridor ausgeschert. Corben Hildebrands, denn erst dann rausfahren aus dem Korridor, wenn die Ampel aus ist, und wenn die noch rot ist, dann muss man natürlich schauen, dass man noch im Startkorridor drin bleiben kann. Ja, Farin Mega, der ist Führender in der Meisterschaft. Nach seinem gestrigen Sieg natürlich erst recht sozusagen. Da hat er sich noch ein Stückchen weiter absetzen können von Valentin Kluss, der hier auf Platz 3 unterwegs ist mit der Startnummer 101. Ist vorbeigegangen an Nikita Gense und ich habe den Eindruck, Gense kann im Moment das Tempo nicht so richtig mitgehen, dass die 3 dort vorne hinlegen. Allen voran natürlich der Farin Mega. Aber Valentin Kluss hat die Bestzeit im Augenblick in diesem Lauf herausgefahren. Der Bad Mergentheimer, der im vergangenen Jahr bereits in Wittgenborn einen Laufsieg feiern konnte. Damals im ersten Lauf, im zweiten wurde er dann Dritter, also am Sonntag früh in diesem Lauf. Jetzt kommt er hierher als Vierter, hat sich schon mal auf Platz 3 nach vorne gearbeitet und ist schneller unterwegs als Dominik Reuters. Heißt, er fährt sich langsam, aber sicher an den Dominik Reuters jetzt erstmal heran. Und er hat noch 6 Minuten, 10 Sekunden auf der Uhr, um sich hier zumindest mal Platz 2 zu sichern. Und den Farin Mega vielleicht noch einzuholen. Aber Farin Mega, der dreht hier seine Runden und der ist jetzt fast eine Sekunde vorne vor dem Zweitplatzierten. Und jetzt wird auch Nikita Gense schneller und fährt sich ebenfalls langsam an Valentin Kluss heran. Und er hat dabei
den Karim Breik. Der ist als Neunter gestartet, hat sich jetzt schon auf Platz 5 nach vorne gefahren und setzt sich schon in den Windschatten von Nikita Gänze hinein. Die Frage ist natürlich, durch diesen Zweikampf, kann Valentin Klus davon profitieren oder fahren die beiden sich jetzt dort vorne ran, während Farin Mega so ganz konstant die gleichen Rundenzeiten fast fährt als Dominik Reuters. Das heißt, Abstand bleibt bei fast einer Sekunde bei diesen beiden. Aber es sind noch 5 Minuten auf der Uhr. Wir haben noch nicht mal die Hälfte in diesem Lauf. Und jetzt hat sich Mega doch wieder ein bisschen weiter wegfahren können. Der Fahrer aus Haltern am See, der vergangenes Jahr den ersten Lauf gegen Valentin Klus nicht gewinnen konnte, sondern damals auf Platz 3 einfuhr, aber dann die nächsten 2 Läufe von der 3. Startposition aus den 2. und natürlich dann von der 1. Position aus den 3. Lauf gewinnen konnte. Und Klus ist in der Spitzkehre vorbeigegangen an Dominik Reuters. Konnten wir also beobachten, wie Valentin Klus den Dominik Reuters da ausgebremst bzw. sich reingebremst hat. Und jetzt ist die Frage, 3 Minuten und 52 Sekunden sind auf der Uhr. Kann hier Valentin Klus sich noch heranfahren an Farin Mega? Mega, der im vergangenen Jahr 3. bei den Mikros geworden war, plus der im vergangenen Jahr die Nationals für sich entscheiden konnte. Ja, Valentin Klus sagt auch, Wackersdorf, eine meiner Lieblingsstrecken, heißt, zum Finale ist er auf seiner Lieblingsstrecke dabei. Aber dazu muss er natürlich aufpassen, muss den Abstand in der Meisterschaft dementsprechend auf Farin Mega halten. Und dementsprechend muss er hier natürlich schauen, dass er diesen 2. Platz behalten kann, um dann im 3. Lauf neben Mega ins Rennen zu gehen und sich dann eventuell auch durchsetzen zu können, damit es noch nicht so sicher ist. Aber Dominik Reuters macht ihm da erstmal einen Strich durch die Rechnung und geht jetzt wieder auf Platz 2. In der Spitzkehre geht er vorbei an Valentin Klus, ähnlich wie Klus selber an Reuters vorbeigegangen ist. Ja, der Dominik Reuters, der im vergangenen Jahr 5. der Mikroklasse geworden ist, hier einen 9. Platz 2017 herausgefahren hat im 2. Lauf. Jetzt also hier drauf und dran, sein bestes Ergebnis auf dem Vogelsberg in Wittgenborn zu erzielen. 2 Minuten stehen jetzt noch auf der Uhr und Farin Mega, der ist so gut wie durch. Da sind schon fast 2 Sekunden Abstand, während Valentin Klus in der Spitzkehre sich wieder auf Platz 2 setzen kann. Sofort versucht der Dominik Reuters, einen Gegenangriff zu starten. Da wird es nochmal richtig eng in dieser 2. Spitzkehre vor Start und Ziel. Und dann kommt der Valentin Klus hier als 2. erstmal über die Linie. Am Ende der Startgeraden ist dann wieder Dominik Reuters vorne, hat wieder den 2. Platz übernommen. Und durch diesen Streit kann sich Nikita Gänze zu diesen 2 dazugesellen und aus diesem Duo ein Trio machen. Jetzt wird es natürlich erst recht eng für die beiden dort vorne, denn jetzt dürfen sie sich nichts erlauben, sonst ist Nikita Gänze gleich dadurch. Und der Valentin Klus, der weiß das, und von innen kommt der Nikita Gänze und geht auf Platz 3, setzt den Valentin Klus jetzt erst einmal wieder zurück auf Platz 4. Und dann kommt ebenfalls noch der Karim Bike dazu. Und jetzt haben wir da eine Vierergruppe in den letzten Sekunden. Und in den letzten beiden Runden
die hier noch um die Treppchenplätze fahren. Vorneweg Dominik Reuters mit der 120, Nikita Gänse dahinter mit der 126 und Valentin Duss mit der 111, Karim Baik mit der 123 am Schluss dieses Viererfeldes. Wie werden sie sich entscheiden dort vorne, diese drei, diese vier, sag mal lieber drei, Karim Baik ist da noch ein bisschen mit Abstand unterwegs und Nikita Gänse geht in der Spitzkehre auf Platz 2 nach vorne, geht auch noch an Dominik Reuters vorbei, holt sich seinen Platz zurück, den er ja gestern ebenfalls schon eingefahren hatte und wir haben eigentlich das gleiche Bild wie gestern, nur gestern war es früher klar, wer auf welchen Platz kommt. Heute ist gar nichts entschieden, außer Farin Megger, der als Sieger dann jetzt gleich über die Linie gehen wird und auch seinen zweiten Lauf in Wittgenborn gewinnen kann. Aber in dieser Vierergruppe, Nikita Gänse oder Dominik Reuters, auch der Valentin Gluss hat da noch Chancen. Karim Baik greift an in der Spitzkehre, versucht an Valentin Gluss vorbeizugehen, das gelingt ihm aber nicht. Bleibt weiterhin auf Platz 5. Valentin Gluss jetzt natürlich ein bisschen unter Zugzwang. Kommt er noch vorbei? Vorne gewinnt Farin Megger. Valentin Gluss kommt nicht mehr vorbei. Im Gegenteil, Karim Baik, nein, er schafft es auch nicht mehr auf den letzten Metern. Also Nikita Gänse wird Zweiter vor Dominik Reuters. Valentin Gluss auf Platz 4. Karim Baik wird Fünfter vor Richard Thomas, der Sechster wird. Als Siebter kommt dann der Corbin Hildebrand über die Linie. Austin Lee als Achter und Giuseppe Fico wird Neunter im zweiten Lauf der Miniklasse.